Hi, mein Name ist Simon Deuster. Ich wohne in Köln, ich bin auch in Köln geboren und ich bin älter, als ich aussehe. Das liegt am nicht vorhandenen Bart. Gut, was gibt es über mich zu wissen? Ich bin eine Frohnatur, ich singe sehr gerne und tanze sehr gerne. Zum Beispiel proben wir auch gerade für ein Musical, das wir im April aufführen wollen. Und da habe ich letztens zwei Tänze gelernt mit ein paar Mitschülerinnen. Und das hat gut funktioniert, das hat mir Spaß gemacht. Ich lerne schnell, was mich wirklich sehr freut und kann dem Team was bringen, sag ich mal. Ja, ich habe zwei Playlists. Eine Playlist, die ein bisschen mehr in die düstere Richtung geht, wenn es mir auch nicht so gut geht. Das hilft aber auch, wenn man einfach sich das alles von der Seele singen kann. Und ich habe eine Playlist, wo die größten Hits aus jedem Jahrzehnt dabei sind, wo eigentlich immer gute Laune garantiert ist. Und die höre ich auch sehr gerne, eigentlich immer unter der Dusche. Ich möchte euch auch noch etwas über meine Narben erzählen. Ich habe nämlich zwei im Gesicht, die mehr oder weniger hervorstechen. Einmal die unterm Auge. Als ich 6 bin, das war an Silvester, bin ich beim Skifahren gegen Baum gefahren. Ich hatte doppelt Glück, denn ich hatte meine Skibrille nicht auf und wäre der Ast, gegen den ich gefahren bin, ein bisschen weiter höher gewesen, stände ich jetzt vielleicht so hier. Und ich habe eine Narbe hier auf der Nase. Dort wurde ich mit einem Golfschläger geschlagen. Ist halb so schlimm, wie es sich anhört. Wir sollten Putten üben, also ganz leicht über den Boden schwingen und den Ball treffen. Aber die junge Frau vor mir hat sich gedacht, ich schwinge mal komplett durch. Und ich habe den Schläger halt komplett ins Gesicht bekommen. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Dankeschön.